Hallo, liebe Arcada Club-Freunde. Wer schon länger auf unserer Homepage die Club-News verfolgt, der weiß, dass wir uns nicht nur mit KI-News beschäftigen, sondern ich euch KI-Webseiten vorstelle, mit denen wir auch wirklich real schon was machen können. Also viele, viele Anwendungsbeispiele zeige ich euch in den Club-News, wodurch ihr wahrscheinlich tolle Sachen bislang gemacht habt. Und heute wollen wir tatsächlich was aufgreifen, was in einer WhatsApp-Gruppe gefragt wurde, ob wir nicht irgendwie so eine Einladung zu einem Pizza-Abend machen können. Und was liegt näher, als das mal auszuprobieren? Jetzt kommt die dunkle Jahreszeit. Der eine oder andere von euch wird wahrscheinlich so einen Pizza-Abend machen. Falls nicht, ihr macht vielleicht einen anderen Abend. Und dann können wir da auf jeden Fall so ein wenig mal eintauchen in die Kreation solcher Einladungskarten. Wie kann man sie machen? Welche Hintergründe erstellt man? Wird ein bisschen spannend. Ich weiß nämlich selber nicht, was bei der KI immer rauskommt. Deswegen kann ich das Video nicht im Vorfeld planen und einmal quasi für mich intern machen, sondern ich muss es live mit euch machen und wir sehen dann, was passiert. Ich bin hier auf der Webseite von blinkshot.io. Die habe ich euch in den Club News schon vorgestellt. Und hier können wir in Echtzeit Flux-Bilder erstellen. Flux ist ein bestimmtes KI-Modell, mit dem man wirklich sehr hervorragende Bilder erstellen kann. Man muss nur den richtigen Prompt da oben reinschreiben. So, und für so eine Pizza-Einladungskarte, da brauchen wir irgendwie, ja, keine Ahnung, schönen Hintergrund. Wir gucken mal, was fällt uns da ein, was könnte man machen? Wir könnten, ja, irgendwie so Kräuter vielleicht zusammen basteln oder Gemüse. Wir versuchen das mal. Und wir schreiben mal Vegetable. Wir müssen das immer auf Englisch schreiben hier. Und ihr wisst, tippen und schreiben. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig, deswegen muss ich mich hier mal korrigieren. Ihr seht aber, sobald ihr das schreibt, kommt das Bild schon. In der kostenlosen Version könnt ihr hier, ich weiß nicht, wie viele Bilder am Tag machen, das sind einige, aber irgendwann werden es zu viele und dann müsst ihr quasi Geld reinwerfen, wobei das recht günstig ist. Man kriegt sogar, wenn man sich einmal anmeldet, $5 geschenkt und damit kann man, ja, ich glaube, ein paar tausend Bilder machen und den API-Key, den man bekommt, den muss man dann hier oben eintragen. Soweit sind wir noch nicht. Und in Club News erkläre ich auch, wie man diesen API-Key da eintragen kann. Wir gucken jetzt mal, ob wir mit der kostenlosen Version hinbekommen und alle unsere Hintergrundbilder und alles, was wir haben wollen, erzeugen können. Also, Vegetable ist ja schon nett, aber wir wollen einen ganzen Table full of Vegetables. Ja, also da gucken wir mal. Das sieht auch schon nicht schlecht aus. Da haben wir schon so einen schönen Hintergrund, wo man sagen kann, okay, den wollen wir aber jetzt blurry haben. Das heißt so ein bisschen verschwommen, dass er so im Hintergrund quasi nur liegt. Und das sieht doch schon mal ganz nett aus. Damit kann man doch schon mal eine schöne Einladungskarte kreieren. Wir kriegen die hier in dieser Version leider nur in diesem, ja, viereckigen Format präsentiert, die Bilder. Und das Abspeichern, das klappt auch noch nicht so super gut. Hier gibt es immer die Möglichkeit, sichern den Downloads. Dann wird die Datei aber ohne Endung gespeichert und da muss man dann manuell .jpg hinterschreiben, damit sie geöffnet werden kann. Wir machen das aber anders. Wir sagen Bild kopieren und damit haben wir das Bild schon in der Zwischenablage. Und jetzt können wir in Pages gehen. Wir machen es mit dem kostenlosen Programm von Apple. Damit kann man nicht wunderbar Layout-Seiten machen. Und da gehen wir mal hin. Ich habe hier eine leere Layout-Seite schon definiert und vielleicht gehen wir hin und gucken, dass wir das unter dem Dokument hier vielleicht im Querformat auch machen, wenn wir da schon eben so eine tolle Queraufnahme von so einem Bild haben. Super, das ist es. Da ist es schon aus der Zwischenablage rausgekommen mit Command V und das können wir jetzt hier so wunderbar reinlegen. Und im Endeffekt brauchen wir jetzt da oben nur einen Text reinzusetzen. Das könnt ihr hier über die Text-Tools machen. Und dann schreiben wir hier oben mal Einladung rein und klicken einmal außerhalb wieder rein. Übrigens im Arcada Club haben wir auch einen tollen Pages-Kurs, der euch das alles erklärt, was ich hier jetzt etwas schneller mache. Guckt mal auf der Homepage nach, da seht ihr das. Und wir gucken mal, ob wir jetzt hier vielleicht so eine schöne, ja, Schriftart finden, mit der wir das da ein bisschen in Szene setzen können. Das sieht doch gut aus. Und wir brauchen noch die Farbe. Meine Empfehlung ist immer hier auf das Farbrad zu klicken und mit der Pipette sich eine Farbe aus dem Bild zu nehmen. Dann ist es meistens schön harmonisch, das Ganze, und sieht besser aus. Und nun setzen wir hier noch eine Form rein. Hier so eine abgerundete Form. Die können wir benutzen, um den Text reinzuschreiben. Wann soll die Einladung sein? Und ihr seht, das knallt jetzt im Schwarz hier ganz schön rein. Deswegen gehen wir auch hier auf Stil. Und auch hier auf das Farbrad und suchen uns einen schönen dunklen Ton, den wir hier im Bild haben. Vielleicht nehmen wir hier auch nochmal so einen Rotton. Den können wir nehmen, dann knallt es nicht so heftig. Und wenn ihr jetzt hingeht und die Deckkraft hier ein bisschen runtersetzt, dann scheint es auch so ein bisschen durch. Und trotzdem kann man eine Schrift noch gut sehen. Und ich würde sagen, wir brauchen mal einen Einladungstext.
Den hole ich mal aus der Zwischenablage. Den habe ich ganz schnell mit ChatGPT geschrieben. Auch hier müssen wir uns jetzt ein bisschen darum kümmern, dass es ein bisschen netter aussieht. Einmal außerhalb klicken, hier wieder reinklicken. Mein Vorschlag ist, die Schrift auf weiß zu stellen. Dann ist sie hier schon gut lesbar. Sucht euch noch eine schöne Schrift aus. Ich habe hier eine Encoded Sans Condensed. Die finde ich immer ganz nett. Und dann sehen wir, haben wir hier schon eben so ein paar Sachen. Hier können wir noch den Ort einfügen. Ja, da schreibe ich jetzt mal Hamburg ein. Ohne Adresse. So, das sieht einigermaßen okay aus, aber ein bisschen versetzt möchten wir die Schrift da schon drin haben. Vielleicht machen wir sie auch ein bisschen größer. Das machen wir zuerst mal. Also Schrift etwas größer und jetzt unter Layout klicken und dann können wir hier den Randabstand bestimmen und dann schauen wir mal, dass wir hier so ein bisschen Abstand von diesem Rahmen bekommen. Dann fließt der Text natürlich ein bisschen weiter hier, als wir ihn haben, als wir ihn bislang darstellen können in dieser Form, aber so sieht es ganz gut aus. Die Rundung können wir hier auch noch ändern. Und dann haben wir hier schon unseren schönen kleinen Text geschrieben. Einladung steht hier drüber. Also wie gesagt, das könnt ihr euch ja jetzt formatieren, wie ihr wollt. Manche legen das hier auch rein, ja, und wollen nochmal eine andere Farbe für die Einladung nehmen. Das reicht uns aber nicht. Pizza sehen wir ja noch nicht. Wir haben ja nur den Hintergrund als Gemüse. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Pizza. Also zurück auf die Webseite. Und hier versuchen wir nun, die Pizza zu erzeugen. Also a piece of pizza. Und dann schauen wir mal, was wir da so kriegen. Ja, gar nicht so schlecht, ne? Haben wir schon mal ein bisschen. Ihr könnt noch ein Bild generieren, indem ihr einfach die Leertaste drückt. Dann wird noch ein Bild erzeugt. Wir können noch eins machen und einfach gucken, bis wir da so ein bisschen nettere Pizzastücke haben, die vielleicht ein bisschen schöner aussehen. Okay, das hatten wir fast schon. Alle Bilder, die ihr erzeugt, sind hier unten aufgeführt. Ihr könnt also jederzeit auch zurück und eins dieser Bilder nehmen. Ja, also hier war ja so ein Stück auf einem anderen Hintergrund. Hier ist es auf einem weißen Hintergrund. Das nehmen wir und sagen, rechte Maustaste, Bild kopieren. Wir gehen zurück in Pages und fügen das hier ein. Und nun wollen wir es vom Hintergrund befreien. Das geht in der neuen Pages-Version unter Format Bild. Und da könnt ihr sagen, Hintergrund entfernen. Und meistens klappt es ganz gut. Es gibt eine kleine Eigenart in Pages. Da wird so ein kleiner Rand hier erzeugt beim Freistellen. Manchmal nicht schön. Dann muss man das Bild speichern und in der Vorschau das Ganze freistellen. Wir lassen es jetzt aber dabei. Das reicht uns hier. Und wir setzen das Pizzastück mal hier so ein bisschen rein. Ihr merkt, das hat die Eigenart, dass es hier den Text umbricht. Da müssen wir dann unter Umständen gucken, ob wir hier den Textrahmen nochmal verändern müssen. Aber sieht schon ganz gut aus so. Und wir brauchen noch was. Also, ich würde sagen, Paprika zum Beispiel. Also so ein bisschen, oder Basilikum. Irgendwie diese Sachen, die da auf so einer Pizza sind, die nehmen wir jetzt. Oder eine Tomate, ja. Wir gucken mal. A piece, wir sagen jetzt Tomato. Und direkt on a white background, weil wir wollen das möglichst auch ausschneiden können. Und deswegen wollen wir hier so einen weißen Hintergrund haben. Ups, da muss ich, jetzt kommt wieder der Problemfall, wo ich nicht tippen kann und nicht schreiben kann. Aber das Problem ist gelöst. Ja, die war eben besser, ne? Also eben war das hier eine schönere Tomate. Vor allen Dingen hier die an der Seite. Die sieht eigentlich ganz gut aus. Die ist aber so ein bisschen unscharf. Das wird mit dem Freistellen ein bisschen schwierig. Wir gucken mal, ob wir das noch weiter bekommen. Ob wir noch andere schöne Tomatenstücke bekommen. Wir müssen uns immer so ein bisschen überlegen, wie arrangieren wir die auf dem Bild, wenn wir jetzt den Hintergrund entfernen. Manchmal ist es einfach so ein Ausprobieren. Ich mach's mal. Wir sagen mal Bild kopieren. Gehen in Pages rüber, einfügen und auch hier Hintergrund entfernen. Dann gucken wir mal, ob wir da mit dieser freigestellten Version, ja, guck mal, passt ganz gut hier oben rein. Können wir die eigentlich ganz gut da reinstellen? Sieht richtig, richtig schön aus, wie ich finde. Können wir auch ein bisschen kleiner machen, dann ist es nicht so übertrieben groß hier. Einfach das Bild ein bisschen kleiner ziehen. Schon ist es drin. Und wir gucken mal, wir können noch eine andere Gemüseart hier oben machen. Wir gucken mal, Paprika. Ob wir da was Schönes bekommen. Jo, drücken wir mal Leertaste. Wir müssen ein bisschen gucken, dass es ein bisschen alleine da steht, die Paprika. Deswegen müssen wir ein paar erzeugen. Wir wollen so eine machen. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Wir gucken mal, weil wir nicht genau sagen können, welcher Bildteil freigestellt wird. Aber wir werden gleich einen Trick anwenden. Wir fügen die mal hier ein mit Command V. Entfernen wieder den Hintergrund. Und das ist schon das, was ich mir dachte. Wir haben jetzt hier mehrere Paprika eben freigestellt. Wir wollen aber nur die hier haben, diese Gruppe von Paprika. Machen wir hier einen Doppelklick drauf. Dann können wir die Maskierung nämlich ändern. Das heißt also, nur dieser Ausschnitt, den wir jetzt hier haben, wird dargestellt. Der Rest verschwindet. Und damit haben wir hier die Paprika wunderbar liegen. Jetzt können wir die hier so ein bisschen anordnen, dass die hier auch noch so ein bisschen drüber geht, über das Bild. Und sieht das schon lecker aus. Wir gucken, ob wir hier unten vielleicht noch so eine runde Pizza reinbekommen. Ich versuche mal irgendwas noch zu kreieren. Wir gehen wieder zurück hier und wir können das ja in Echtzeit machen. Also wir versuchen wieder
Round-Pizza mal hinzukriegen. Vielleicht kriegen wir dann eine ganze Pizza statt so ein Stück. Ja, die sieht aber so ein bisschen comicartig aus, nicht wirklich real. Wieder ein Leerzeichen da rein. Ja, die sieht nicht so schlecht aus. Versuchen wir mal, Bild kopieren. Hier einfügen mit Command-V, Hintergrund entfernen. Zack, und dann schneiden wir die hier so ein bisschen unten ran. Und das könnte man so machen. Und vielleicht nimmt man das Stück dann weg. Macht es dann nur mit der Pizza. Kann man auch überlegen. Und die dann größer dafür. Also wie euch das gefällt, könnt ihr das letztendlich hier arrangieren. Oder ihr nehmt das Stück Pizza, wo war es, da unten haben wir es rausgeschoben, dann doch mit rein. Und dann einfach hier so ein bisschen anordnen. Vielleicht auch nochmal von der Anordnung nach vorne nehmen. Dieses Objekt, dann liegt sie auch so drüber. Wir haben mit wenigen Klicks hier, und wir können da oben auch überlegen, ob wir diese Texte, könnt ihr ja im Nachhinein noch ändern, und das Stil dann doch vielleicht weiß machen. Das ist aber jetzt ein bisschen heftig hier. Das Weiß, vielleicht passt dann auch eine andere Farbe besser. Gucken wir mal, ob wir hier so ein Käsegelb vielleicht bekommen. Ja, muss man überlegen, ob das einem gefällt. Manchmal hilft es, um den Kontrast hier oben zu erhöhen, das ein bisschen vielleicht größer zu machen. Also 120 Pixel ist schon eine Riesenschrift hier oben für so eine Einladung, aber soll vielleicht ja auch so groß sein. Ein bisschen gucken, weil jetzt läuft die hier so ein bisschen komisch rum, die Schrift. Die ist zu groß. Wir machen mal 100 Punkte nur. Und die hat die Eigenart, da drunter zu liegen. Das können wir aber über Anordnen hier nach oben holen. Und dann haben wir sie da drunter liegen. Und vielleicht müssen wir sie noch ein bisschen kleiner machen. Dann klicken wir hier einfach ein paar Mal auf den Pfeil, bis es uns gefällt. Und dann können wir die auch hier oben so ein wenig reinsetzen. Und das sieht nicht so schlecht aus, wie ich finde. Wenn euch der Kontrast noch zu gering ist, hilft es manchmal, hier einen Schatten drunter zu setzen. Einen Schlagschatten zum Beispiel. Dann kriegt ihr hier, wenn ihr den auf Weichzeichnen stellt und den Versatz gering einstellt, so einen Rand drum. Und dann wird die Schrift ein bisschen lesbarer. Naja, also da kann man jetzt eine ganze Menge dran rumspielen, bis die Einladung einem gefällt. Aber um mal ganz schnell mit Pages und eben diesen KI-Modellen solche tollen Einladungskarten zu machen, ist allemal gut. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß hier im YouTube-Kanal. Und wenn ihr Lust habt, es gibt jede Menge Videos, die nicht bei YouTube erscheinen, aber auf unserer Webseite unter akala-club.de. Und dort in den Club-News beschäftigen wir uns seit Tagen und Wochen mit wunderbaren KI-Modellen, mit denen wir ja unserer Kreativität weiterhin unendliche Möglichkeiten geben können. Ich wünsche euch viel Spaß. Macht's gut.